Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Michael und ich zeige euch heute, wie ihr einen undichten Wasserhahn repariert. Und zwar, wenn der hier in dem Bereich undicht ist. Ihr seht, hier ist Wasser rausgetropft. Hier unten ist auch Wasser dran. Der Wasserhahn ist in dem Bereich hier, wo die Kartusche sitzt, undicht. Da sitzt so eine Kartusche drin und die hat ein paar Dichtungen. Und diese Dichtungen sind jetzt halt über die Jahre, der Wasserhahn ist 8 Jahre verbaut, sind die undicht geworden. Ich tausche nicht nur die Dichtungen aus, ich tausche die ganze Kartusche aus. Der Wasserhahn ist jetzt hier bei uns im Camper verbaut. Das ist aber ein Standardwasserhahn, ganz normaler, aus dem Baumarkt letzten Endes. Das heißt, das Video hilft euch da genauso für euren Wasserhahn zu Hause, wenn er denn genauso aufgebaut ist. Aber alle Wasserhähne, die auch bei euch im Haus oder in der Wohnung verbaut sind, die haben halt so eine Kartusche drin und die lässt sich immer auf die gleiche Art austauschen. Wenn ihr bei euch so einen Wasserhahn habt, wo der Mischer nicht an der Seite sitzt, sondern oben drauf und unten dann ein schwenkbarer Wasserhahn ist, dann kann es auch an den Dichtungen von dem schwenkbaren Wasserhahn liegen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hier ist es jetzt wirklich die Kartusche. Wenn ihr so einen anders aufgebauten Wasserhahn habt, dann kann es halt dort auch an anderen Dichtungen liegen. Das kann ich euch jetzt hier natürlich heute nicht zeigen. So, was braucht ihr nun alles? Natürlich braucht ihr eine Ersatzkartusche oder Ersatzdichtungen, wenn ihr nur die Dichtungen tauschen wollt. Das hängt natürlich davon ab, was ihr für einen Wasserhahn habt. Das ist jetzt halt für unseren Wasserhahn die richtige. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr für einen Wasserhahn habt, die genaue Bezeichnung, und somit auch nicht wisst, welche Kartusche genau rein muss, dann müsst ihr wohl oder übel halt einmal die Kartusche ausbauen, euch genau anschauen, schauen, ob da irgendeine Nummer oder irgendwas draufsteht oder letzten Endes rein nach Aussehen und Außendurchmesser. Die Außendurchmesser sind immer angegeben. Müsst ihr halt gehen, müsst euch eine Kartusche besorgen. Genauso habe ich das jetzt halt gemacht. Dann braucht ihr einen kleinen Schraubendreher, Schlitzschraubendreher. Ihr braucht einen kleinen Imbus, die genaue Größe müsst ihr euch halt dann anschauen. Und ihr braucht eine Wasserpumpenzange. So, als erstes muss hier diese Kappe raus. Das geht ganz gut mit einem kleinen Schraubendreher. Kann halt sein, dass die durch den Kalk festgesetzt ist. In dem Fall, weil ich sie erst vor ein paar Wochen draußen hatte, ging das jetzt relativ gut. So, und dann, das Wasser habe ich jetzt natürlich abgestellt und dann macht ihr den auf und dann ist da drin eine kleine Imbusschraube, die seht ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht. Und die müsst ihr einfach lösen. Und wenn ihr die gelöst habt, könnt ihr den Hebel einfach abziehen. So, da seht ihr die Imbusschraube. Als nächstes ist hier so eine, ja, so eine halbkugelförmige Abdeckung drauf. Die ist handfest. Ich nehme jetzt hier einen Lappen. So. Und dann könnt ihr die einfach abschrauben. So, und hier seht ihr jetzt, hier kommt das Wasser raus. Hier tropft es. Jetzt lege ich hier einen Lappen drunter, weil wenn ich jetzt die Kartusche rausnehme, hier ist noch Wasser drin in dem ganzen Bereich, dann kommt das ganze Wasser raus. Jetzt nehme ich eine Wasserpumpenzange und ihr habt hier eine Schlüsselweite dran, also so eine Abflachung, einmal hier und einmal hier. Da geht ihr jetzt einfach mit der Wasserpumpenzange ran. Und löst hier diese Verschraubung. Das ist einfach nur so ein Ring, der die Kartusche da reinpresst. So, und dann könnt ihr die einfach rausziehen. Jetzt kommt, wie gesagt, das ganze Wasser raus, auch das, was oben im Hahn natürlich noch drin ist. Also man könnte jetzt halt auch einfach nur die Dichtungen austauschen, wobei ich gar nicht weiß, ob man die hier rausbekommt. Ja, das geht. Also man könnte jetzt hier einfach nur die Dichtungen einsetzen. Ich weiß allerdings nicht, ob man so einen Dichtungssatz
für speziell diese Kartusche jetzt hier überhaupt bekommt oder überhaupt, ob man sowas bekommt. Und ob Standard-O-Ringe funktionieren, kann ich euch auch nicht sagen. Gut, ich baue jetzt eine neue Kartusche ein. Einfach auch, weil die alte mittlerweile verkalkt ist. Die neue natürlich entsprechend nicht. So, jetzt fette ich hier ganz leicht mit einem lebensmittelechten Öl oder Fett den O-Ring ein, dass der besser in seinen Sitz reinflutscht, damit ich den beim Eindrücken nicht verpresse, weil sonst ist er gleich wieder hin und dann ist er undicht und dann habe ich nichts gewonnen. Und dann setze ich die Kartusche rein. So, und das war's schon. So, jetzt kommt hier wieder dieser Ring rein. Ihr könnt übrigens als Notbehelf, wenn das bei euch undicht ist, den Ring erstmal noch ein bisschen anziehen, dass die O-Ringe noch ein bisschen weiter verpresst werden. Das habe ich auch gemacht, dadurch war es dann jetzt erst nur wieder ein paar Wochen dicht. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Ihr habt es gesehen, es ist eben auch leicht wieder rausgetropft, obwohl ich die halt entsprechend ein bisschen nachgezogen hatte. Also wenn ihr das bei euch habt, müsst ihr auf jeden Fall eine neue Kartusche verbauen oder neue Dichtungen. Gut, dann ziehe ich die jetzt an. So, und jetzt stelle ich das Wasser an und schaue, ob es dicht ist. So, ich nehme einfach ein Stückchen Papier und schaue, ob das nass ist. Und das ist trocken, also ist es dicht. Dann kommt ja wieder diese Blende drüber. Die ist in dem Fall aus Kunststoff, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Gewinde nicht verwürgt. Dann kommt der Hebel wieder drauf. Die Pumpe habe ich ausgeschaltet, das ist jetzt noch das Rest. Die Pumpe habe ich ausgeschaltet, das ist jetzt noch das restliche Wasser, was noch in der Leitung war. Jetzt ziehe ich den Imbus wieder an. Und dann kommt diese Kappe wieder drauf. Da ist er, der Übeltäter. Das geht relativ schnell, wenn man weiß, wie es geht. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, wenn ihr einen undichten Wasserhahn habt. Wie gesagt, wenn er nach Austausch der Kartusche immer noch undicht ist, dann können es auch die Dichtungen von dem drehbaren Hahn an sich sein. Ist jetzt bei mir halt nicht der Fall, weil die da gar nicht verbaut sind. Kann aber auch sein, müsst ihr euch die halt entsprechend auch besorgen, müsst ihr den Hahn abziehen und könnt dann dort die Dichtungen auch austauschen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Bis dahin. Ciao.